Es ist der 15. Spieltag und der 1. FC ist weiter oben mit dabei. 2 Punkte hinter dem ewigen Tabellenersten Krefeld-Fischeln und 2 Punkte hinter dem Wuppertaler SV, der ja seit seinem Nachholspiel vor gut einer Woche die Tabelle anführt. Gewann 2:1 gegen eben jenen VfB Homberg, gegen den heute die Schwatten ran müssen. Ganz in Weiß, zwar ohne Blumenstrauß, aber dafür mit rund 550 Fans im Rücken. Naja, immerhin. Verzichteten sie doch auf Adventskaffee und Kuchen, wollen stattdessen den 1. FC gegen den Tabellenvorletzten Homberg siegen sehen. So auch Cindy, mit dem Kopf. Mann, das hätte es doch schon sein können. Gerade mal 2 Minuten gespielt hier am Hünting. Kurz darauf dann wieder die Bocholter. Munoz kriegt den Ball, behält ihn und gibt den gar nicht mehr her. Munoz, Hombergs Keeper Haufe, hält sein Team im Spiel. Ja, aber wie lange noch? Der 1. FC drückend überlegen. Wieder Cindy. Ach, jetzt vielleicht mal mit einem Freistoß. Juch, abgefälscht. Elsinghorst, denn, aber abseits zuvor abgepfiffen. Gut 20 Minuten gespielt. Statt einer hochverdienten Führung des 1. FC, jetzt die Homberger mit Lebenszeichen. Naja. Kurz darauf aber schon wieder. Jura Adolf nur knapp am Kasten von Mike Welling vorbei. Mein lieber Scholli, bläst er hier am Hünting doch beinahe die Adventskerzen aus. Halbzeit 1 fast vorbei. Jetzt nochmal die Bocholter. Junker, Junker! Ah. Und Cindy! Ach, nee. So bleibt's beim 0:0 am Hünting. Das sind 2 bis 3 Tore zu wenig, wissen auch die Jungs von Manuel Jara, die zur Pause in der Tabelle auf Rang 4 abrutschen. Wuppertal und Felbert führen bei ihren Spielen, Fischeln ebenfalls nur unentschieden. Und die zweite Halbzeit beginnt der VfB Homberg. Wieder hätte das die Führung der Gäste sein können. Jetzt aber die Bocholter. Ball landet im Strafraum. Haufe faustet weg. Missglückt. Elsinghorst dran. Und haut ihn rein. 1:0. Längst überfällig. Elsinghorst schießt den 1. FC sogar vor Fischeln auf den 2. Rang. Wuppertal dagegen führt in Hillen schon 3:0. Wird die Tabellenführung auch heute nicht mehr abgeben. Aber was passiert dahinter? Der Tabellenvorletzte macht es den momentan 2. wahrlich nicht leicht. Dönmetz fast mit dem Ausgleich. Welling aber hat aufgepasst. Bocholt zwar auch mit Chancen, aber der entscheidende Zug zum Tor bleibt immer wieder aus. Jetzt Gurni. Schnappt sich die Pille. Zuckerpass auf Bugler. Beide gerade eingewechselt. Bugler 2:0. 89. Minute. Das sollte es doch sein. Fischeln hat seine Partie gerade noch so beim Schlusslicht Sonsberg nach einem Rückstand dann doch noch gewonnen. Tja, das wär's gewesen. So aber Bocholt mit einem Arbeitssieg auf Rang 3. Wir hatten unsere 3-4 Möglichkeiten in der ersten Halbzeit schon, hätten, denke ich, auch in Führung gehen können, mussten da weiter ansetzen, um, schön heißt, die Ernte dann auch einzufahren. Und trotzdem brauchst du dann auch einen Mike Welling, der 1-2 Situationen einfach entschärft, wo der Gegner dann wirklich mitgespielt hat, Druck gemacht hat, hätte auch den Ausgleich erzielen können. Dann spricht man nachher vom gerechten, verdienten Sieg, bekommst du irgendwo ein Gegentor, weil du deine eigenen Chancen nicht machst. Ja, kann es auch anders aussehen am Ende des Tages. Aber nach 93 Minuten würde ich sagen, absolut verdient. Mehr getan, mehr investiert, mehr Fußball gespielt. Und ja, dann einfach auch zufrieden, dass wir diesen Pflichtsieg in Anführungsstrichen auch mitgenommen haben. Es war natürlich schwer, weil Homberg kämpft um Überleben unten im Abstiegskampf. Wir wollten viel über Laufleistung und die entscheidenden Dinge halt nach vorne spielen, um halt durchzukommen mit Karosch, mit Juncker und im Endeffekt die 3 Punkte sind verdient, obwohl wir nicht geglänzt haben.
Nächste Woche dann der erste Showdown der Oberliga. Erster gegen den Dritten und Zweiter gegen den Vierten. Zwischen Bocholt und Wuppertal könnte es dann schon um die Herbstmeisterschaft gehen. Ebenso für Krefeld-Fischeln, die Felbert empfangen. Denn sollten die Führenden nicht noch am letzten Spieltag in zwei Wochen gegen ihre Gegner aus dem Mittelfeld patzen, verdienen sie sich am kommenden Sonntag ihre Lorbeeren. Ja, grundsätzlich wünsche ich mir natürlich immer für die Mannschaft und für den Verein, dass wir viele Fans haben. Wenn die auch mit zu den Auswärtsspielen fahren, wie die in der Mörmter, da war ja schon auch ein gefühltes Heimspiel, ist das schon sehr schön. Für den Wuppertal natürlich nicht so einfach, erst ist die Strecke weiter und die Wuppertaler haben natürlich auch lautstarke Fans, aber ich hörte jetzt schon von zwei Bussen, also wir freuen uns natürlich über jede Unterstützung, die mitkommt. Mal schauen, wie viele Fans aus Bocholt am zweiten Advent in Wuppertal mit dabei sind.